Tere musongo ruanga wanze yakonzi yobutumara Kalibe Kalibe nikombo nitetu same time there was, at the same time there was hunting animals. So all those kind of human activities are the ones which created this kind of gap. Gorillas leben im Dickicht der Pflanzen. Neben den Schimpansen und den Orang-Utans sind sie die nächsten Verwandten des Menschen. Alle gehören zu den sogenannten Herrentieren, den Primaten. Die Berggorillas sind die größten Menschenaffen der Welt. Ein ausgewachsenes Männchen kann, aufgerichtet, bis zu 2,30 Meter groß und bis 350 Kilogramm schwer werden. Die Weibchen sind meistens nur halb so schwer. Nur selten kann man einen erwachsenen Gorilla klettern sehen, denn bei seinem Gewicht braucht er festen Boden unter den Füßen. An seinen Händen kann man besonders eindrucksvoll die nahe Verwandtschaft zum Menschen erkennen. Auch die Füße sind den unseren sehr ähnlich. Allerdings können Gorillafüße viel besser greifen als unsere. Die Kleinen nutzen das beim Klettern. Aus so einer Höhe haben sie ihr Umfeld immer im Blick. Das Oberhaupt der Gorillagruppe ist ein älteres, kräftiges Männchen, das wegen seines silbergrauen Fells auch Silberrücken genannt wird. Gorillas leben in Familienverbänden von 5 bis 50 Tieren zusammen. Dazu gehören auch Babys und Jungtiere unterschiedlichen Alters. Gorillakinder stehen unter dem besonderen Schutz der Familie. Wer ein Gorillakind fangen will, muss den Widerstand der ganzen Sippe brechen. Im Umgang miteinander sind sie sehr friedlich. Die sozialen Kontakte in der Gruppe sind wichtig für den Zusammenhalt. Rangeln und Balgen ist eine Lieblingsbeschäftigung für die heranwachsenden Gorillas. Sie messen so spielerisch ihre Kräfte und können ihren Übermut unbeschadet ausleben.
Die zweite Lieblingsbeschäftigung der Gorillas ist das Fressen. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Pflanzenteilen. Dabei lernen die Kleinen von den Großen, welche Teile besonders schmackhaft sind. Das Mark mancher Pflanzen, Blätter, Sprossen, Knollen, Wurzeln und Früchte machen eine ausgewogene Ernährung möglich. Mit der richtigen Technik können sogar Disteln eine begehrte Delikatesse sein. Ein erwachsener Gorilla muss am Tag sehr viel fressen, um den riesigen Körper ausreichend ernähren zu können. Für diesen gewichtigen Silberrücken beginnt nun eine Ruhepause. Dazu hat er sich ein Nest gebaut. Jedes Familienmitglied baut seine eigene Schlafstätte. Nur die Kleinen dürfen ins gemachte Nest schlüpfen. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der Berggorillas dramatisch zurückgegangen. Sie sind vom Aussterben bedroht. Der riesige afrikanische Kontinent bietet den Berggorillas kaum noch Rückzugsgebiete. Man findet sie nur noch in zwei Nationalparks in den Vulkanbergen im Osten Afrikas. Die nächsten Verwandten der Berggorillas, die Flachlandgorillas, haben noch größere Lebensräume. Aber auch sie sind vom Aussterben bedroht. Flachlandgorillas sind etwas kleiner als die Berggorillas und sie haben deutlich weniger Behaarung. Von ihrem gesamten Sozialverhalten sind sie den Berggorillas jedoch sehr ähnlich. Auch bei ihnen bleiben die Neugeborenen ein Jahr ununterbrochen in der Obhut der Mutter. In den darauffolgenden 5 Jahren sind sie immer noch in ihrer Nähe. Manche Gorillamütter säugen ihre Kinder, bis sie 4 Jahre alt sind. In der ersten Zeit werden die Kleinen ständig von der Mutter umhergetragen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Die Flachlandgorillas ernähren sich ebenfalls von Pflanzenteilen. Auch ihr Bestand nimmt weiter ab. Doch nun zurück zu den Berggorillas. Ihr Lebensraum, der dichte Urwald, ist stark bedroht. Dieser Teil Afrikas ist sehr fruchtbar. Immer mehr Flächen werden von den Menschen wirtschaftlich genutzt. Viele Plantagen wurden angelegt. Der Urwald musste den Kulturpflanzen weichen. Die Menschen, die hier leben, brauchen Nahrungsmittel. Und die Bevölkerung nimmt ständig zu. Deshalb werden immer mehr Flächen für den Ackerbau benötigt. Auch die Viehhaltung nimmt an Bedeutung zu. Große Flächen werden zu Weideland. Die vielen Menschen, die sich hier ansiedeln, brauchen eine Unterkunft, ein Haus oder eine Hütte.
Holz ist deswegen sehr begehrt. Als Baumaterial, zum Heizen und zum Brennen von Ziegeln wird immer mehr Wald gerodet. Das natürliche Umfeld der Gorillas ist bis auf wenige Reste zerstört. In den vergangenen Jahren fand hier eine regelrechte Bevölkerungsexplosion statt. Es ist der am dichtesten besiedelte Landstrich Afrikas. Mit der extremen Zunahme der Bevölkerung wuchsen auch die Müllberge, die Verschmutzung der Umwelt und des Wassers. Inzwischen hat bei vielen der hier lebenden Menschen ein Umdenken stattgefunden. In der Schule lernen die Kinder, welche Zusammenhänge in der Natur bestehen. Der tropische Regenwald ist durch verschiedene Eingriffe der Menschen bedroht. Der Lehrer erklärt den Kindern, um welche Eingriffe es sich handelt. Es sind die Waldzerstörung, Brandrodung, Umweltverschmutzung und Überweidung. Diese Eingriffe haben auch weitreichende Folgen für die Gorillas. Sie müssen inzwischen in den verbleibenden Resten ihres Lebensraumes geschützt werden. Dazu wurden schon vor längerer Zeit Nationalparks gegründet. Hier finden die Einheimischen Arbeit. Sie verdienen Geld, indem sie Touristen in kleinen Gruppen zu den Gorillas führen. Die ersten Kothaufen zeigen den Besuchern, dass die Gorillas nicht mehr weit sein können. Der Aufstieg in die Berge ist beschwerlich und sehr anstrengend. Trotzdem nehmen bis zu 300 Menschen pro Monat diese Strapaze auf sich. Die Ranger sind für die Sicherheit der Touristen verantwortlich. Diese neue Art von Tourismus ist jedoch nicht jedem geheuer. Außerdem ist sie auch nicht ganz ungefährlich für die Tiere. Die Menschen, die aus aller Welt hierher kommen, schleppen Krankheitserreger ein. Manche für uns harmlose Krankheiten können für die Gorillas tödlich sein. Die Hinterlassenschaften der Gorillas werden von Tierärzten regelmäßig untersucht. Dabei soll sichergestellt werden, dass kein Tier sich bei Touristen mit einem Virus oder einem Bakterium angesteckt hat. Die Gorillas haben sich zwar an die Menschen gewöhnt, manchmal fühlen sie sich aber auch gestört. Trotzdem, ohne den Tourismus würde es die Berggorillas wahrscheinlich nicht mehr geben. Circa 500 Tiere müssten in einem zusammenhängenden Gebiet leben, um den Bestand erhalten zu können. Die Anzahl ist jedoch viel geringer. Heute bestimmt der Mensch über Sein oder Nichtsein. Wie lange gibt er den Gorillas noch eine Chance? Musik.
Yetere musongo ruanga wanze, yekonzi yebantu.